lustige Spielzeug. Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Secret of Mana. Wir haben das letzte Mal hier aufgehört im Zwergendingshausen. Im Zwergendingshausen, genau. Das erste, was ich gleich hier einmal mache, ist, dass ich mich hier lege. Also ich gehe pennen. Muss mich nur wieder konzentrieren, dass ich die richtige Steuerung verwende. Ich glaube, das. Ja, ich habe keine Ahnung. Wow, wir laufen einfach. Wow, wir haben keinen Körper. Wow. Wir haben nur noch einen Kopf und zwei Arme und stehen auf dem Bett. Hoffentlich stehe ich da jetzt nicht drauf und komme nicht mehr weg. Also speichere ich nicht. Gut, ich bin weggekommen. Wow, das war ein schöner Bug. Dun, 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 dun. Okay. Ich weiß übrigens, was ich zu tun habe. Ich möchte nochmal... Ja, das war jetzt die richtige Taste. Das ist wieder... Das ist auch wieder zurück. Genau, okay. Bisschen zurechtfinden hier. Was wollte ich eigentlich? Genau, ich wollte nachschauen, wie viel Geld ich habe. 841, okay, das sollte mal genug sein. Mehr als normal. Dann würde ich auch sagen, kaufe ich mir ein paar Dinge hier. Kann ich mir hier irgendwas... Kraftarmband habe ich sicherlich nicht gehabt. Bronzekette ist weniger. Das Armband habe ich gehabt und... gut, was kann ich mir da ausrüsten davon? Das kann ich mir auf jeden Fall kaufen. Den Eisenhelm und das Kraftarmband. Dann überlege ich, Shorty, was brauchst du noch? Ich glaube, du brauchst von den Dinger noch was. Und weil es dann bald so weit ist, werde ich mir schon einmal zwei Stück von denen hier kaufen, von den Heiligen Kralen. Ich glaube, das war ein Heiliger Kral einmal damals. Nicht das Lebenswasser, das war Heiliger Kral oder sowas. Egal. Kann mich auch irren. Genau, ich muss ja hier auf Kleid gehen. So, von 2 auf 7. Wow. Von 1 auf 4. Wow. Von 3 auf 10. Wow. Also, jetzt geht's los, Leute. Jetzt habe ich einmal Verteidigung hier. Jetzt kann ich auch behaupten, dass ich cool bin. Wir können jetzt, glaube ich, hier hinaufgehen. Müssen, denke ich, auch dorthin, ja. Und wir geben uns zuerst nach links, weil wir dort etwas beobachten müssen. Ja, wir schauen uns herum. Treten Sie ein. Das weltberühmte Zwergentheater heißt Sie willkommen. Der Eintritt kostet 50 Gem. Okay. Also keine Sorge, Leute, auch wenn ihr nicht genügend Geld habt. Ich glaube, 50 müsstet ihr dann schon haben, aber für den Rest, glaube ich, braucht ihr nicht das Geld. Es gibt nämlich noch etwas, wo ich Geld einhauen muss jetzt da. Ruhe, bitte! Aber das werdet ihr schon sehen. Meine Damen und Herren, sehen Sie, sehen und staunen Sie, ein gelber Pogobüssel. Gelb! 10 gestandene Männer haben viel Mühe gehabt, diese Bestie einzufangen. Wow! Weil ich schaff's ja schon, mit Einschlag so ein Ding zu töten, aber wow! Wow, ich habe noch nie eins gefangen. Ich bin nicht Pokémon-Meister. Er kann sogar Poko tanzen. Was, Poko? Das ist etwas fürs Herz. Die traurige Koboldin. Viel Spaß beim Mitweilen. Seufzt. Oh, die traurige Koboldin. Es ist sogar in der deutschen Fassung als weiblich dargestellt. Gut, das ist nämlich der Charakter, von dem ich im letzten Part geredet habe. Und ich habe schon einen Vorschlag bekommen, zumindest von einer Person. Und ja, den Vorschlag werde ich auch annehmen sogar. Nee, ich bin so traurig. Es ist eine Tragödie. Das kleine Koboldmädchen hat eine seltene Krankheit. Das einzige Medikament... Ich habe nur die Zahl gesehen. Das würde helfen könnte, kostet jedoch 500.000 Goldmünzen. Jetzt arbeitet sie Tag und Nacht, um das Geld zu verdienen. Nee. Kopfnickung. Pause. Verehrtes Publikum, ich. Helfen Sie ihr, selbst 100 GM könnten ihr, wir würden hier schon reichen. Okay, okay. Hab Dank, damit werde ich wieder gesund. Vielen, vielen Dank. Okay, mit ihr, also bei ihr mache ich keine verrückte Stimme. Aber es war trotzdem irgendwie etwas faul. Für 150 Goldmünzen so eine Show, hey, ich möchte mein Geld zurück. Und wie war ich? Überzeugend, oder? Der Typ hätte fast geweint. Ich war aber auch nicht schlecht. Wir sind ein gutes Team. Okay, ich kann kein Kreischgeräusch machen. So. Ein Spion. Er hat alles gehört.
Also, wir... Sie braucht das Geld, wirklich, die Arme. Sie kommt aus der Koboldsiedlung im Hochland. Eine Flut hat sie angeschwemmt. Wir wollten ihr dann nur das Geld für ein Heim, für den Heimflug besorgen. Schlau, oder? Komm, gib ihm sein Geld zurück. Bäh! Das ist ja langweilig. Spielverderber. Hier hast du wieder dein Geld wieder. Hier hast du wieder dein Geld wieder, wieder, wegen wieder, wieder. Okay, danke. Tut uns leid. So. Wieso? Mir nicht. Tut uns leid. Wieso? Mir nicht. Ich find's lustig, wie sie hier ein kleines Bett hat. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Zu dieser Kenntnis bin ich noch nicht gekommen. Gut, und jetzt sollte gleich was kommen, wenn ich mich recht erinnere. Habe ich alles richtig gemacht? Anscheinend nicht. Weil ich muss zuerst mit dem Schmied reden, genau. Genau, wir wollen ja hier zu dem Schmied. Da ist ja dieses schöne Schild hier. Da kann ich dann hoffentlich auch sogar vor dem Bosskampf noch einmal was schön machen. Hallo Schmied. Sei gegrüßt. Das ist ja interessant. Kann ich mal dein Schwert sehen? Ich bin Berti, der Schmied. Willst du ein neues Schwert? Ja klar, es kostet auch 100. Okay, gib her, sonst bringe ich dich um. Interessant, also mit unserem Waffenorb schmiedet er gerade das Schwert. Fertig. Hier hast du ein neues Schwert. Es ist wunderschön. Aus welchem Metall ist dieses Schwert eigentlich? Es ist so edel. Was passiert hier? Mein Hammer beginnt plötzlich zu glühen. Wow, das Licht. Langsam geht mir ein Licht auf. Dein Schwert muss das Mana-Schwert sein. Und die Energie deines Schwertes ist auf meinen Hammer übergegangen. Toll. Dann versuche ich jetzt, eine Mana-Axt zu schmieden. Kommt doch später wieder. Gute Idee, das werden wir uns dann auch anschauen. Hier kommen wir jetzt noch nicht weiter, aber wir haben jetzt ein Level 2 Schwert, könnten wir sagen. Und dieses Schwert ist, glaube ich, das Steinschwert, wenn ich, oder? Breitschwert. Schaut aus wie ein Stein, deswegen. Auf jeden Fall ist es stärker. 33 und diese Lanze macht immer noch 29. Und somit mache ich auch gleich einen kurzen Cut, damit wir uns auf den Bosskampf konzentrieren können. Okay, und los geht's. Ah, ich hab's richtig getriggert auch noch. Was zum... Und somit beginnt auch unser Bosskampf. Was ist das? Und ich lade jetzt schon. Und komm raus. Oi, ich hab... Aua. Ich wollte da noch angreifen, bevor das passiert. Normalerweise sollte es nicht passieren, dass ich so blöd bin am Anfang. Oh hey, was soll's. So. Laden, 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 laden. Wo kommst du, wo kommst du? Komm bitte dort rechts. Okay, nochmal hier. Okay, nicht. Und... Oi, ist sich das knapp ausgegangen. Mal schauen, wo er jetzt läuft. Oh, da drüben. Schleif. Erwischt. Aua. Aua. Okay. Schleifi. Soll mir egal sein. Ich lasse mich da gern treffen von sowas. Das macht ehrlich gesagt so gut wie gar nichts aus, wenn ich da wirklich jedes Mal so schön austeile. Und... Austeilung. Kann ich ihn sogar zweimal treffen, wenn ich es gut mache. So, nochmal hier hinstellen. Weil so kann er mich nicht treffen mit dem Ding. Und angreifen. Okay, und nochmal aufladen. Funktioniert relativ gut jetzt im Moment. Also ich hätte es mir schlimmer vorgestellt jetzt gerade. Und angreifen. Das war's. Sehr gut. Und wir haben sogar ein Level Up, wie wir es gehört haben. Hui. Ich habe mir den Bosskampf da immer schwierig vorgestellt damals. Aber er ist eigentlich relativ leicht, wenn man so angeht, wie ich es gerade gemacht habe. Das war relativ gut. Man hat die Zeit genug, seine Angriffe aufzuladen und dann wirklich drauf zu hauen. Relativ einfach. Und weiter geht's. Level up und alles, wir sind voll geheilt und haben einen Lanzenorb erhalten, was wir auch dann gleich für die Lanze verwenden können. Sehr vorteilhaft. Ich danke dir. Übertreib nicht so. Er wird noch eingebildet. Sei endlich still! Es tut mir leid.
Sie hat ihr Gedächtnis verloren, als sie hier angeschwemmt wurde. Wahrscheinlich hat sie auch vergessen, was gutes Benehmen ist. Dein Gelaber geht mir auf die Nerven, alter Giftzwerg. Warte, wie Tropicalo. Tropicalo muss einen Durchgang aus dem Lava-Tempel gefunden haben. Das war der Boss übrigens, Tropicalo. Mit dem Mana-Samen dort könnte man die Amnesie der Kobolden heilen. Was? Egal, auf zum Lava-Tempel. Okay, aber nicht alleine. Es gibt viel zu viele Monster dort. Würdest du die kleine Kobolin in den Lava-Tempel begleiten? Bitte nicht. Nein, natürlich. Das ist sehr nett von dir. Und sie läuft einfach. Ui, so, pardon. Hey, alte Socke. Ja, alte Socke. Ich heiße Shorty. Ja, hier heiße ich ja Shorty, das habe ich schon wieder vergessen. Okay, okay. Gib mir am besten noch einen Namen, weil ich heiße Koboldin. Okay. Ich lasse das unkommentiert. Nein? Scheiße, wie mache ich es jetzt wieder rückgängig? Okay. Wollte nichts Falsches drücken. Oh, man sieht überhaupt nicht, dass das eine ein D und das andere ein O ist. GLaDOS. Ja, das war ein Vorschlag von jemandem. Übrigens, danke für den Vorschlag. Ich glaube, ich habe nicht zurückgeschrieben. So, nochmal checken, ob das wirklich D und das O schauen gleich aus. Okay, dann Start. Ja. Okay, Start ist rückgängig. Hä? Hä? Okay, das ist Start. Okay, richtig. GLaDOS. Oh Gott. Was soll das denn für ein Name sein? Klingt wie eine Krankheit. Ja. Hallo GLaDOS, wie geht's dir? Okay, und sie hat den Boomerang. Was sich aber gleich ändern wird. Oder, nein, ich lasse mir den Boomerang. Nur ich muss eine Kleinigkeit einstellen. Und zwar die Befehligung. Das war jetzt falsch. Das war nicht die Befehligung, was ich jetzt... Ach ja, genau, das war ja die Taste. Mit Select kann ich mir auswählen, mit wem ich rumlaufe. Genau, so war das. Verhalten, genau. Und zwar ihr Verhalten möchte ich ändern. Weil sie ja diejenige ist, die herumläuft. Sie sollte scheu und defensiv forsch. Also ich würde eher sagen, dass ich sie sogar etwas offensiver setze. Aber trotzdem scheu. Das werdet ihr dann schon noch sehen, was das bewirkt. Und jetzt müssen wir mit ihr reden, genau. Viel Glück, den Lava-Tempel erreicht ihr durch das Loch dort. Tura, den Tempeleingang jedoch durch einen Lavasee versiegelt. Oh, Tura, ey. Am besten besucht die Tura in ihrem Schloss, damit sie die Lava... Die Lava. Okay, wieder beseitigt. Früher war Tura eine gute Hexe. Ich weiß nicht, was mit ihr los ist. Geht nach Norden in das Hexenwäldchen. Wäldchen, alles mit Chen, Chen, Chen. Kein Wunder, dass es Chen gibt. Oh. Und sucht Turas Schloss. Hier habt ihr noch eine neue Waffe. Pfeil und Bogen erhalten. Pfeil und Bogen! Okay. Da fällt mir ein, Bertie, der Schmied hat dich schon gesucht. Ja, wahrscheinlich wegen der Mana-Axt. Also wir werden hier gerade zugebombt mit Waffen. Das ist sehr erfreulich. Nur, ihr seht, GLaDOS ist ein bisschen sehr down, könnte man sagen. Von den HP. So, Bertie, schieß los. Das ist seltsam. Ich schaffe es nicht, eine Mana-Axt zu schmieden. Oh, ein schöner Boomerang. Warte. Ich glaube... Halte mal diese Axt. Ah, wie ich vermutet habe. Die Mana-Energie wirkt erst in deinen Händen. Nun, in deinem Besitz wird diese Axt zur Mana-Axt. Eine mächtige Waffe. Für 100 GM gehört sie dir. Und da wir den Bosskampf gerade gemacht haben, haben wir es auch wieder ergattert, dieses Geld. Es gibt noch mehr Mana-Waffen zu finden. Bring sie zu mir, damit ich sie erneuern kann, sofern du zuvor einen Waffenorb gefunden hast. Und jetzt zeige ich dir einen Geheimgang nach draußen. Aber bevor wir uns dann wirklich nach draußen begeben, werden wir uns noch die Lanze upgraden lassen. Und dann würde ich sagen, bis bald. Kann ich dies noch so anreden? Ich glaube schon. Ja, genau. Sehr gut. Die Lanze. Und zwar um 200. Und so viel habe ich leider nicht. Haha. Shit.
Okay. Dann begeben wir uns nur noch nach draußen und ich würde sagen, im nächsten Part machen wir dann weiter. Dann schauen wir uns nämlich an, wie wir da weiterkommen. Und wie das ganze Kampfsystem mit zwei Leuten aussieht, wenn ich alleine spiele. Ja. Sehr interessant, muss ich anmerken. Also sie ist sehr defensiv jetzt gestellt, aber greift trotzdem noch aus der Ferne an, könnte man sagen. Oh, ey, Truhe, 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 Truhe. Ah, brauche ich nicht, ich habe alles gekauft. Ich lasse mich nicht nochmal angreifen von so einer Truhe. So, ich demonstriere. Sie versucht es zumindest. Okay, komm, greif an. Ja, sie greift halt noch im falschen Moment bei den Gegnern. Soll mir aber auch jetzt egal sein. Dann würde ich sagen, ich habe hier einen Safe Stick gesetzt. Danke Leute fürs Zusehen. Unten links der Link zum nächsten Video und wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play Secret of Mana wieder. Und ich sehe dort oben ist eine Blume. Das ist auch immer toll. Man kann ins Inventar gehen und sieht, was grau wird und das sind eben alle Gegner. Das heißt, wenn man sich nicht sicher ist, was ein Gegner ist, kann man es immer so nachschauen. Gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.